Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen hier beim Fotozirkus. Ich bin der Mani. Ich bin der Tim. Ich bin Kanti. Ja, und wir haben uns heute hier getroffen im Mediapark in Köln. Genau, um coole City-Podcasts zu machen von der Kati, um euch zu zeigen, wie man die aufnimmt. Wir zeigen euch jede Location, wie wir das Bild machen. Und ich würde sagen, guckt es euch einfach an, oder? Genau. Viel Spaß. Dann, also, und jetzt noch die Bullikugel. Oh! So, wir sind jetzt hier in der ersten Location angekommen. Wir haben uns hier für so einen Innenhof ausgesucht, also zwischen den großen Gebäuden. Und wollen jetzt hier so ein weitwinkliges City-Porträt aufnehmen, dass wir das Model von einer tiefen Kameraposition mit Perspektive nach oben fotografieren. Und dazu hilft uns der Yinbei Porti. Wir haben hier so einen FL2500er. Auch die Auslöser sind von Yongnuo. Und wir haben gerade schon mal ein bisschen probiert. Kameraeinstellungen waren 1/500, Blende von 2.8 und ISO 100. Und ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt ans erste Set und fotografieren ein bisschen. Sehr gut, super so bleiben. Ja, das war das erste Set und wir blenden euch jetzt das finale Bild ein. Ja, wir sind jetzt hier am zweiten Set, also eigentlich immer noch das gleiche Set, aber wir nehmen hier jetzt eine zweite Aufnahme auf. Und wir zeigen euch jetzt hier auch, wie ihr an der gleichen Position nochmal ein komplett unterschiedliches Bild machen könnt. Wir arbeiten jetzt hier in der Kamera mit dem Bildmodus quasi. Den haben wir auf Monochrom gestellt und machen jetzt hier eine coole Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und ja, die Katharina sitzt schon da. Und ich werde jetzt hier unten sein, sehr weitwinklig fotografieren. Und wir wollen hier den ganzen Hintergrund richtig schön mit aufs Bild haben und so eine Mischung aus Business-Porträt und Architekturbild haben. Ja, ich würde sagen, legen wir einfach los und starten mit dem Fotografieren. Ich mal ein bisschen vor und die andere. Ja, wie ihr seht, wir sind hier schon fleißig am Fotografieren. Ich versuche, einen möglichst tiefen Kamerastandpunkt zu wählen. Die Einstellung habe ich hier auf 1/160, Blende 6,3, ISO 100. Der Blitz unterstützt uns hier, den haben wir auf 3,5, also etwas über die Hälfte der Power. Bei den Yinbei FL2500, 400 Wattsekunden. Und ja, ich fotografiere von ziemlich weit unten, versuche viel Umgebung mit drauf zu kriegen, die dann leicht unscharf wirkt wegen der Blende 6,3 und das Model vorne scharf, schön ausgeleuchtet. Ja, und ich würde sagen, das finale Bild kriegt ihr jetzt eingeblendet. So, wir sind jetzt hier an der dritten Location angekommen. Wir haben uns hier als Location halt eine hohe Treppe ausgesucht, wo wir auch wieder weitwinklig fotografieren werden. Auch wieder eine tiefe Perspektive wählen, von unten hoch fotografieren. Und die Einstellungen waren 1/160 bei Blende 7,1 und
ISO 200. Und wir haben wieder den Yinbei Porti im Einsatz, aber diesmal mit einem Zweibein-Stativ. Der Timo hält also mit dem Boomstick eine 90 Octabox mit Wabe über mich. Und ja, so leuchten wir halt unsere Katharina aus. Wir fangen mal einfach mal mit ein paar Testschüssen an. Machst du schon mal bereit? So, super, perfekt. Durch die tiefe Perspektive wirken die Beine von der Katharina sehr lang. Und ja, das hat halt eine bestimmte Bildwirkung. Das Bild, also das finale Bild, blenden wir euch jetzt ein. Ja, jetzt sind wir hier schon am nächsten Set. Die Sonne ist rausgekommen, das wollen wir auch gleich nutzen. Haben hier eine coole Location entdeckt, ein bisschen oberhalb von dem Platz, wo wir gerade waren. Und die Sonne guckt jetzt gerade eben übers Gebäude. Und jetzt wollen wir hier gegen die Sonne fotografieren. Die Katharina steht da, wir wollen ein tolles Porträt machen. Dazu wird mir der Timo helfen mit dem Boomstick, um mit einem gerichteten Grid ihr das Licht zu geben, damit wir gegen die Sonne ankommen. Wir haben dazu den Jinbei auf volle Leistung gestellt. Bei den Kameraeinstellungen bin ich bei Blende 16, damit wir die Sonnenstrahlen schön rauskriegen, natürliche Flares reinkriegen. Ich bin mit dem ISO auf 200 gegangen und einer Einstellung von 125. Hier ist noch ganz nützlich, wenn man so einen Viewfinder hat, weil wenn man gerade gegen die Sonne fotografiert, hat man die Sonne immer im Auge, wenn man durchguckt. Und um dann wirklich was auf dem Display zu erkennen, kann ich das Teil hier wirklich empfehlen. Einfach draufhalten, reingucken und sich über das geile Bild freuen. Ja, ich würde sagen, wir legen los und fangen einfach an zu fotografieren. So, erstmal ein bisschen hoch. Tun die Hände genau in die Taschen und so leicht nach da gucken. Etwas weiter weg, damit die Sonne halt gut im Bild ist. Dreh dich mal ein bisschen mehr zu mir wieder. Ja, genau so. Guck mal jetzt genau in die Kamera. Klasse. Ja, ich würde sagen, wir sind hier durch. Ich habe ein paar coole Bilder gemacht und ihr bekommt das Ergebnis wie immer jetzt eingeblendet. So, jetzt sind wir am nächsten Set. Wir haben uns hier an dieser Mauer orientiert. Die gefällt uns ziemlich cool mit diesem Muster, dieses schlichte Grau. Und ja, wir wollen hier einfach ein paar Porträts machen. Dazu habe ich hier diese Bounce Wall von Sunbounce und einem Metzblitz. Der hat ETTL und ich stelle den auch auf ETTL, verstärke das um +2, weil das hier ziemlich Licht schluckt. Das ist so meine eigene Erfahrung, wenn ich den auf +2 verstärke, passt das. Ich arbeite mit der 85 mm Festbrennweite bei einer Blende von 1,8, damit sie schön scharf ist als Porträt und die Wand dann unscharf, in der Unschärfe verschwindet. Von der Einstellung bin ich hier bei 1250 Still und ISO 200. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und machen ein paar schöne Porträts. Dazu gehe ich mal vor, du stellst dich mal hin. Ja, ich achte hier auch drauf, ihr seht diese Striche in der Wand quasi, dass kein Strich aus ihrem Kopf rauskommt, dass ich sie genau mittig dazwischen positioniere. Dazu gehen wir ein bisschen nach rechts, weil da ist er gerade. Ja, genau. Komm ein bisschen näher zu mir. Und da ich ziemlich klein bin, muss ich hier auf meine Zehenspitzen gehen, damit das vom Porträt passt. Bei der Einstellung achte ich darauf, dass das halt die Fläche, die dann reflektiert, auch auf ihr Gesicht zeigt. So stelle ich das einmal kurz ein. Ja, und dann einfach fotografieren. Guck mal direkt in die Kamera. Nochmal direkt in die Kamera.
Sehen wir, die etwas mehr dich zu mir eintritt. Ja, sehr schön. Leicht lachen. Sehr schön. Super. Ja, ich bin mit den Bildern zufrieden. Ja, super. Ich würde sagen, ihr kriegt das Ergebnis jetzt gleich eingeblendet und wir machen jetzt direkt danach weiter an der Wand, nutzen die Wand, fotografieren seitlich rein mit einer kleinen Blende und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt direkt als nächstes. Ja, wir haben uns leicht gedreht jetzt, machen direkt den zweiten Part an der Wand. Dazu brauche ich hier die Bounce Wall nicht. Ich mache sie einfach direkt ab. Oh, das ist ganz schön festgezogen. Aber es geht ab. Wartet. Alles klar. Weil die brauchen wir jetzt nicht. Wir nutzen das natürliche Licht hier an der Wand. Und deswegen lege ich die mal zu unseren anderen Kleinigkeiten hier. Und ja, legen wir einfach los hier. Ich bin wieder bei dem 85 mm Blende 1.8. Und ich benutze die Wand hier als Element, dass sie unscharf ist und dann in Schärfe reinwandert zum Model. Dazu lehnt sich das Model leicht an die Wand an, blickt direkt in die Kamera. Ich stehe hier, habe das Model am linken Bildrand und rechts die Wand, die unscharf verläuft und dann bis zu ihr scharf wird. Hier besonders diese Linien, die auch zum Model laufen in der Wand, die unterstützen dieses Bild, diesen Bildstil nochmal unglaublich toll. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach ein paar Fotos. Der Blitz ist aus. Sehr cool. Lehn dich mal richtig an die Wand, den Kopf so an die Hand. Ja, sehr cool. Das kommt cool. Kannst du die Hand irgendwie ein? Ja, genau, genau so. Ja, ich bin zufrieden und ich würde sagen, ihr kriegt das Ergebnis jetzt wieder eingeblendet und habt jetzt hier zwei tolle Fotos, die man an so einer Wand, eigentlich überall, so Wände gibt es überall, die ihr ganz einfach machen könnt. Bis zum nächsten Set. So, wir sind beim sechsten Set angekommen. Jetzt hier auf der Brücke am Mediapark und wollen jetzt hier noch ein cooles Porträt in Richtung des Parks schießen. Und da haben wir uns folgende Einstellungen überlegt. Und zwar ein 160stel bei Blende 2.8 und ISO 100. Wieder mit dabei ist der Yinbai Porti. Den haben wir an eine 90er Octabox mit Wabe gehangen und die Einstellung steht auf 2,8. Machen noch mal ein paar Fotos. Dann versuche das Kinn noch ein bisschen runterzulegen. Genau so ist super. Und ihr seht schon, hier ist also sehr, sehr viel los, aber das macht überhaupt nichts, weil zwischen den Passagen haben halt auch die ganzen Kollegen halt immer noch ein bisschen Zeit durchzuatmen und wieder neue Kraft zu tanken. Um sich dann halt wieder zu konzentrieren. Super. Kinn ein bisschen runter. Sehr gut, so bleiben. Ja, und ich würde sagen, mit dem Bild können wir aufhören. Das finale Bild wird jetzt eingeblendet. Viel Spaß damit. So, jetzt sind wir wieder am nächsten Set. Wir sind hier immer noch im Mediapark. Wir wollen jetzt hier an diesem kleinen See gegen die Sonne fotografieren. Die Sonne geht gerade da hinten, hinter den Bäumen. Die Katharina sitzt direkt am Wasser und ich will von weit unten sie fotografieren mit dem Boomstick, das Licht gegen die Sonne geben.
Wir sind bei einer Einstellung von Blende 18, ISO 200 und 1/125. Und ja, guckt einfach wieder zu und fangen wir einfach an. Also, Katharina sitzt jetzt hier direkt an dem Wasser. Ich habe die Sonne da hinten über den Wolken und der Stick kommt von hier vorne. Der ist auch voller Power. Und wenn wir Glück haben, schwimmt uns gleich auch noch mal ein Schwan durchs Bild. Das werden wir sehen. Katharina, genau, guck direkt in die Cam. Guck ein bisschen dran vorbei. Super. Ja. Sehr cool. Ja, ich nehme Katharina an den rechten Bildrand. Da ist noch der Fernsehturm im Hintergrund und die Sonne geht links unter und wir haben das Wasser. Das ist echt ein cooles Bild. Den Blitz noch ein bisschen näher dran. Wir brauchen mehr Power. Ein bisschen, ja, genau so. Super. Super, Katharina. Sehr schön. Jetzt guck mal direkt in die Kamera. Perfekt. Ich würde sagen, dann haben wir das Bild hier und ihr kriegt es jetzt wieder eingeblendet. Ja, ein cooler Tag geht zu Ende. Ihr habt uns an einigen Sets heute begleitet und ja, wir hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet und auch in eure eigene Fotografie mit einbauen könnt. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Was ist das denn für ein Zirkus hier? Das war, glaube ich, dieser komische Eos-Andi. Ja. So ein Vogel, ey. Naja, wir hoffen, ihr habt was gelernt, wie er schon gesagt hat, und schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Mani. Euer Tim. Und eure Kathi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Take time. Die nimmt auf? Ja. Ja. Test. Die nimmt auch auf. Sehr gut. Jetzt bin ich unter Druck, ey. Läuft? Camcorder. Ich kann nicht klatschen. Wo ist denn der Handrekorder? Nicht, oder? Nee. Wow! Und jetzt brauche ich natürlich noch ein Statement von dir. Boah, war das ein Scheißtag, Alter. Es hat nichts geklappt. Andauernd alles Mögliche kaputt gegangen, Einstellungen falsch. Alles voll für den Arsch. Also es hat sich echt nicht gelohnt. Wir haben jetzt irgendwie sogar viel zu viel Geld fürs Parkhaus ausgegeben. Selbst das hat sich nicht gelohnt. Nee, scheiße, Alter. Es war super fit. Was macht ihr? Ja, wir holen uns gerade Meinungen ein zu dem Tag quasi so, wie es dir gefallen hat. Hat den ganzen Tag geregnet. Und die Leute waren eigentlich voll kacke. Hat doch keinen Bock gemacht, Mann, eigentlich. Hast du das Gleiche gemacht? Oder? Verdammt, Mann, das war voll geil. Er lacht schon die ganze Zeit im Hintergrund. Ja. Und wie hat es dir so gefallen? Den musst du gar nicht fragen. Also, als ich gekommen bin, an mir hat man erzählt, es wird super geil. Und dann komme ich hier hin und was ist? Und was ist? Es war geil. Es war super geil. Nettes Model, genau. Super geile Gruppe. Katharina, mega. Sehr gut. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Warte.